Und neben mir steht der Mann, der auch gerade richtig gefeiert hat, Sebastian Hoeneß. Können wir dem jungen Fan helfen? Organisieren wir über Sie ein Trikot, damit er seinem Papa, also dann könnt ihr mit dem Papa machen, was ihr wollt. Das machen wir und den Papa kann auch behalten. Also vielleicht heißt er ja Kane, weißt du nicht. Weißt du nicht, wer der Papa ist? Stimmt, das ist ein guter Einwand. Na, abwarten, wer der Papa ist. Sebastian Hoeneß, herzlichen Glückwunsch. Es war erstmal ein wirklich überragendes Spiel. Es war eine überragende Stimmung. Es ist, glaube ich, alles so aufgegangen, wie Sie es geplant haben. Zumindest wirkt es von außen so. Ja, von der ersten Halbzeit fand ich richtig, richtig gut. Bis zum Elfmeter, der uns so ein bisschen den Stecker gezogen hat. Aber da hat sehr, sehr viel gepasst. Ich denke, da kann es eventuell sogar 2-0 stehen. Zweite Halbzeit war auch okay, aber ein bisschen offener. Und muss man schon auch sagen, die Bayern haben ja da eine Riesenchance zum 2-1. Aber ich glaube, wir haben auch noch 2-3 richtig gute Möglichkeiten. Also am Ende, denke ich, geht unser Sieg in Ordnung. Und Sie haben ja auch noch Wort gehalten, denn Sie sind hierauf an den Zaun gegangen und haben mit den Fans geredet. Was war das für ein Gefühl? Also ich meine, das lässt auch selbst einen Trainer nicht kalt, der viel gewohnt ist. Definitiv. Allein der Blick auf die ganze Zuschauermasse vor mir und alle mit dem Lachen im Gesicht, das war schon ein richtig schönes Gefühl. Meine Performance war nicht die beste, muss ich sagen. Ist noch ausbaufähig? Ja, die ist definitiv ausbaufähig, aber ich bin nicht derjenige, der gerne zu sehr im Mittelpunkt steht, habe ich ja auch oben schon gesagt, und trotzdem war es ein großartiges Gefühl. Jetzt schauen wir noch mal auf das 2:1, und dieser Mann wurde ausgewechselt, Führig raus, Jong rein, und dann macht er in der 83. Minute macht er es, das 2:1. Also man hat gesehen, beim Aufwärmen werden diese Flanken eigentlich schon mal einstudiert, das ist nichts Zufälliges. Ich muss natürlich also sagen, dass dann die Bayern, indem sie den Raum dort freigeben, ein bisschen auch diese Möglichkeit eröffnen. Ich sag's mal, Manu hält an einem guten Tag, hätte ihn auch, aber trotzdem, darum geht's. Wobei, ich würde lieber noch was zum dritten Tor sagen. Ich glaube, das sehen wir auch gleich, ja. Richtig? Das schauen wir uns auf jeden Fall sofort nochmal an, denn das war Emotion pur. Da hat es wirklich niemand mehr auf den Plätzen gehalten. Und die Stimmung hier, ich höre morgen, glaube ich, wieder alles erst. Das war unglaublich. Ja, imponierend ist dieser Pass zu deinem vermeintlichen Starstürmer. Kommt nicht 100%, er verliert den Ball. Und normalerweise ist es nicht so unüblich, dass dann einer abwinkt, dass einer abdreht. Er krätscht nochmal. Und eröffnet dem einzigen, wo ich jetzt sagen würde, dem es im Moment beim VfB nicht optimal geht, dem Silas, dem merkst, dem fällt im Moment auch alles ein bisschen schwer, aber dem eröffnet er einen Torschuss, sodass der jetzt auch aus seinem Tief wieder rauskommt. Und ich sage, das sage ich dir aus Trainersicht, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar ist sowas, wenn du als Trainer so etwas draußen siehst, da bist du stolz wie Bolle. Also, Stefan Rehde und Sebastian Hoeneß nickt die ganze Zeit zustimmen. Ne, er hat es alles genauso richtig gesagt. Nicht viel hinzufügen. Es ist, freut mich sehr für Silas. Stefan genau richtig sagt, sicher würde er gerne mehr spielen. Aber er lässt sich wirklich nicht hängen, habe ich auch immer wieder gesagt. Und es ist keine Floskel, um ihn irgendwie ruhig zu stellen. Er kommt lachend zum Training und ich denke dann immer, das wird irgendwann belohnt. Und heute wurde es belohnt. Er hat auch das zweite Tor vorgelegt, was wir nicht vergessen dürfen. Es war eine Sensationsflanke auf dem zweiten Pfosten. Und er hat für uns heute das Spiel mit entschieden. Großartig. Und es ist seit 2007 der erste Heimsieg gegen den FC Bayern München. Also, und jetzt geht es international weiter. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie am Donnerstag in die Kabine gekommen sind. Und da war dann die Champions League-Hymne an. Ich habe sie gehört. Ich war ja, selber nicht in der Kabine. Die Jungs haben sie abspielen lassen. Ja. Ich bin mir in einem Punkt sicher, dass Sebastian wahrscheinlich als Reaktion darauf gesagt hat, pass auf, wir lassen uns nach der Saison aber nicht sagen, dass wir nur in die Champions League gekommen sind. Dortmund sei weil Dank. Weil Dortmund und Leverkusen so viele Punkte geholt haben. Und finde, das hat man heute, wenn es so war, dann auch gesehen. Definitiv war es so. Seit heute sind wir jetzt definitiv in den Top 4. Das war für mich ganz wichtig. Ich wollte am Ende nicht Fünfter sein und dann am Ende irgendwie von irgendjemandem hören, wir hätten es geschenkt bekommen. Und das war wichtig, dass wir es heute direkt fix machen. Das ist natürlich umso schöner. Und Sie haben sich ja festgelegt, Sie bleiben in Stuttgart. Ich baue einfach mal voraus, weil es ein paar Absagen in Richtung FC Bayern gibt. Da kann auch der Onkel vom Tegernsee noch so charmant sein. Aber ich glaube, dieses Gefühl hier, das geben Sie jetzt erstmal nicht auf, oder? Ich habe dazu alles gesagt. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe das Gefühl, wir können hier was entwickeln. Und an dieser Haltung hat sich nichts geändert.